Samstagabend, danach nach Abraham German Taylor gezeigt und auch natürlich am Sonntag auf dem Mitteldeutschen Rundfunk von 9 bis 11 Uhr wird die Wiederholung gezeigt, da wird der Kampf natürlich auch zu sehen sein. Wie gesagt, Uli Wegner zeigt hier bei der Arbeit mit den Handpolstern, auch Tatzen genannt oder Patzen genannt, zeigt das Schlagkombinationen an, worauf der Kämpfer dann reagieren muss. Er muss sich auf die Distanz einstellen. Im Gegensatz zum Gerät verändert der Trainer hier seine Stellung, seine Haltung, sodass der Kämpfer reagieren muss. So, noch ein paar Informationen. Pablo Hernandez ist 24 Jahre, hat 21 Kämpfe, 20 Siege. Boxt am Samstag gegen Enan Bicina aus Frankfurt oder der von Manfred Wolke trainiert wird, um die IBF interkontinentale Meisterschaft. Im Cruisergewicht, das geht bis 90,7 Kilo. Und das ist Schattenboxen. Wir sehen Pablo boxt in der Rechtsauslage, das heißt das rechte Bein ist vorne, die linke Hand ist die Schlaghand. Wie gesagt, und nach Regeln der IBF ist das Wiegen am Freitag 18 Uhr und am Samstag ist ein zweites Wiegen, wo er 10 Pfund, 4,5 Kilo mehr wiegen darf. Also auch da ist die Gewichtskontrolle recht streng.